Ein herzliches Willkommen zurück bei Farlone Sales. So, dann ziehen wir uns mal aus dem Dreck raus. Achso, okay, muss ich gedrückt halten. So, dass wir auch wieder von alleine fahren können. Ja, die kleine Kiste da hinten, die wird sich ja unser Saugroboter hinten schon schnappen. Ich gehe mal davon aus, müsste eigentlich automatisch wegsnappen, oder? Ja, oder auch nicht. Doch. Ja, der müsste, glaube ich, automatisch dann. Ja, sehr gut. Da brauchen wir uns also keine Gedanken machen. So, repariert ist alles halbwegs. Und dann mit Energie auf die nächste Ebene. So, machen wir uns erstmal ein bisschen Platz hier. Ach, wer hat denn die Lampe da eingelagert? So, ist das voll oder halb? Das ist halb. Ich guck mal, ob ich die Lampe auch da reinschmeißen kann. So, Wind haben wir gerade nicht. Deswegen wollen wir das Segel nicht aktivieren. So, ich schmeiß einfach mal die Lampe jetzt da drauf. Das ist ja noch mehr. Bringt die Lampe auch Energie? Ja, die Lampe bringt... Es bringt einfach alles Energie. Oh, ich muss mich beeilen. Bevor das Ding mir hier hochgeht. So, zack, Rinder mit. Mal gucken, wann wir an die Reserven ran müssen. So, wir machen jetzt ein bisschen Power und da scheint es aber auch vorbei zu sein. So, gut, Motor ist ein bisschen im... okay. Motor ist ein bisschen im Eimer. Und das Ding. Ah, scheint ein Funkgerät zu sein. Okay, die Musik wird ein bisschen dramatischer. Das Spiel, wie es hier aussieht. Jetzt müssen wir so ein bisschen sortieren hier. So. So. Was haben wir hier noch rumliegen? Noch mehr... brennbare Flüssigkeiten. Gott, Alter, ich... Nee, es muss leider oben bleiben. Was ist hier eigentlich... Wo ist denn mein Stuhl? Warum steht ein Stuhl auf dem Bett? Wieso habe ich zwei Stühle auf dem Bett? Na gut, wir gehen mal schauen. Ja, das Ding werden wir wieder automatisch einsammeln. Oh Gott, hier ist auch richtig viel. Okay. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall irgendwas machen. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, was? Okay, gucken wir einfach mal. Oh nein, 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 nein! Halt, stopp! Vorwärts! Also auf jeden Fall... irgendwas im Radio. Aber was mache ich denn jetzt mit dem Radio?
das Rad dahin. Ich nehme es einfach mal mit. Vielleicht habe ich ja hier hinten irgendwie besseren Empfang. Okay, hier würde ich sowieso nur mit oder zu Fuß weiterkommen. Muss ich die Dinger bewegen? Nee. Okay. Gut, also das Radio hätte ich nicht mitnehmen müssen. Okay. Oh, ich will nicht wissen, wo ich jetzt hinkomme. We build our future. Okay, da hinten ist irgendeine Fabrikanlage. Ach, schön. Oh, oh. Okay, wir kommen auf jeden Fall wieder zurück. Ist das Tor jetzt offen? Jo. Es dreht sich. Gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Radio wirklich zwingend gebraucht hätte. Wahrscheinlich eher nicht. So, hängen wir es einfach mal wieder an. Und dann... So. Verbrennen wir hier ein paar Sachen. So, Stuhl drauf. Stuhl weg. Wir schaffen mal ein bisschen Platz da oben. Wobei wir sammeln jetzt eh wieder so viel Krimskrams ein. Oh, jetzt bin ich mal echt bei den Rohren gespannt, ob das so funktioniert. Mir das jetzt vorstelle. So, und jetzt müsste hier gleich vorbei sein. Ah, ich kann die Dinger einfach komplett zerdeppern. Geil. Schön. Machen wir mal die Gegend kaputt. Warum auch nicht? Ist ja nicht unsere Welt. So, weiter. Und damit sind wir durch. Schön. Weiter geht's. Oh, ich sehe schon, hier wird wieder irgendwas sein. Hoch! Ach, wieder kaputt. Na gut, mal kurz nochmal hier Schweißgerät anschmeißen. So, dann hier schon mal einmal wieder Energie.
den Saugroboter mal angeschmissen. Und wir stapeln mal den nächsten Kladderadatsch drauf. Alter, wie es hier aussieht. Ne, die Lampe bitte nicht. Den Stuhl hätte ich gerne, ja. So, der Stuhl wird als nächstes verbrannt. Oder, naja, zur Energie gemacht. Gut. Dann schauen wir, wie es hier oben weitergeht. Ah ja, okay. Und, ach, eieiei. Okay, muss quasi manuell uns jetzt hier voranbringen. Mit der kleinen Fähre. Ja, das sollten wir noch hinkriegen. Braucht der Saugroboter eigentlich auch Energie? Also würde für mich zumindest Sinn machen. Aber anscheinend nicht. Schön zum Runterkommen ist dieses Spielchen. Sehr entspannt. Und wir schippern über den kackbraunen See. Mit unserer Maschine. Ich finde es erstaunlich, wie viel Kraft wir haben. Dass wir das Floß oder die Fähre plus unser Gefährt da entspannt rüber schippern können. Einfach nur wie so ein Hamster am Rad. Das geht auch nicht automatisch, ne? Nee, muss ich tatsächlich alles manuell machen. So. Schön. Können wir auch eingesaugt werden? Nee. Gut, dann weiter. Nächste Stelle überstanden. Wir sammeln hier nochmal ein bisschen Sachen ein. Kommen wir das auch weit nach vorne kommen. Alter, was habe ich denn jetzt schon wieder alles eingesaugt? Was ist denn der dritte da? Alter, was ist das denn? Das erkenne ich überhaupt nicht. Okay, wieder ein Fässchen nach oben. Alter, das sieht aus hier. Ja, nicht umsonst habe ich die Errungenschaft Horter. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Spielzeug oder so. Ja, werden wir auch alles zur Energie umwandeln später. Gut, dann ja, müssen wir auf jeden Fall da oben in die Kammer rein. Hallo? Oh, ich muss oben rüber. Nein. Und so, mit dem Fahrstuhl erstmal nach oben. Dann links in die Kammer rein. Bei ganz links war auch noch ein. Okay, ich gehe mal lieber raus. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Nischt. Oh, okay, wir müssen erstmal warten. Kriegen wir. Ah, wir kriegen neue Reifen. Aha. Okay. So, dann nach unten.
Dann bauen wir mal unsere alten Reifen ab. Ach ja, das ist links übrigens auch im Eimer. Okay, gut. Weg. Neue Reifen drauf. Schön, dass es auch unterschiedlich schnell geht. Gefällt mir sehr gut. So, nach unten. Neue Reifen dran. Und dann können wir jetzt das Ganze auch wieder ablassen. Also, inklusive uns natürlich. So. Pimp my ride. Okay. Neue Reifen drauf. Und wir ziehen weiter voran. So, durch den nächsten Sumpf. Ah, nicht, dass wir uns gleich wieder festfahren. Mal ein bisschen mit Geschwindigkeit hier durchrasen. Okay, schöner Wald, ganz toll. So ein bisschen wie das tote Biom aus Minecraft. Da sieht es so ähnlich aus. Okay, da kriegen wir wieder neue Sachen. Ja. Ein bisschen voll mittlerweile hier schon wieder, wa? Was kriege ich denn eigentlich für so eine Kiste? Ja. Oh. Oh, das Ding ist am Arsch. Gut, jetzt. Ah ja, okay. Also, wir haben das Problem. Es repariert... es repariert. Es bringt zwar Energie, aber es verursacht einen Brand. Also, die Dinger sollten wir wirklich nur im Notfall benutzen. Ich muss mal ein bisschen umbasteln gerade. So, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Dieses Ei. Wir legen es einfach mal drauf. Ja, so viel zum Drauflegen. So, das ist hier der absolute Notfall. So, du kommst da drauf. Dann nehmen wir noch so eine zweite Gasturbine. Packen wir hier hin. Ich brauche unbedingt mehr Plätze für Sachen. So, dann haben wir hier noch ein Fässchen, was wir auf jeden Fall benutzen können. Also auch problemlos. Und dann haben wir noch so ein komisches Brennfass. Würde ich halt gerne woanders hinlegen. Das da rein. So, nehmen wir das noch als Lagerraum. Ansonsten haben wir hier, ja, Bücher. Die Blume würde ich gerne nehmen. Nein, nicht die Lampe. Nicht die Lampe. So, Spielzeug, keine Ahnung, ob ich das jemals brauchen werde. Aber die Blume können wir da mal hinhängen. Gut. Achso, ich werde wahrscheinlich mit Windenergie das Ganze benutzen müssen jetzt. So quasi als tatsächlich Segel. Ja. Ganz genau. Schön. Dann haben wir ein kleines bisschen Entspannungszeit gerade. So, was haben wir denn hier eigentlich noch gesammelt? Noch eine Lampe. Ich höre ernst, oder?
die Lampe wird da runterfallen. Ah, die wird wieder runterfallen. Also hier müsst ihr ja auch mal ein bisschen Platz schaffen. Oh, nein, 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 nicht fallen, nicht fallen! Okay, sehr schön, weiter geht's. Jetzt auch wieder mit Energie. Nein, Kacklampe muss ich halt auch jetzt definitiv hier mal reinschmeißen. So, ich kann ja auch mit einer Sache in der Hand immer rumrennen. Das ist ja unschädlich. So, die Lampe bringt mir, naja, auch eine gute Hälfte. Schön übers Wasser geslidet. So, Sachen haben wir gerade nicht am Start, die wir hinten raus sammeln müssen. Aber wir brauchen mehr Energie. So, dann werde ich mal ein paar Sachen von oben. Oh, halt, stopp, stopp. Ich muss auf jeden Fall immer schön die Geschwindigkeit jetzt halten. Damit wir hier übers Wasser kommen. So, mehr Energie. Hat aber gar nicht so viel gebracht. Boah, Alter. Monsterunfall. Stopp, 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 stopp. Wow. Okay, also erstmal machen wir hier das weg. Das Schiffchen hätte ich gerne. So als Erinnerung. Wir verbrennen jetzt mal ein paar Sachen. Also, das kommt drin. Blume kann auch gleich hinterher. So, hier war noch mehr drin, oder? Nee. Ich habe einfach so viele Fässer hier jetzt mittlerweile rumstehen. So, das Schiffchen als Deko-Objekt. Bücher können wir auch wieder verbrennen und das Spielzeug können wir meinetwegen auch weggeben. So, das sammeln wir erstmal kurz auf unserem Bettchen. Das ist alles sortiert. Gut. Und dann machen wir Feierabend für heute. Und morgen gucken wir uns mal an, wo wir hier eigentlich gerade dagegen gerast sind. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil wir gerade schön Speed drauf hatten. Und dementsprechend verabscheue ich mich und sage ciao, tschüss, bis morgen.